Sonne und der gepflegten Unterhaltung. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Strahlender Diamant, leuchtende Perle, Soulink Challenge. Und wir starten direkt in die Folge. Willkommen, Leute! Hallo, hallo, hallo! Ja. Ich muss den Knopf suchen. Einfach drücken. Ich bin noch nicht so bewandt mit den Knöpfen. So, Freunde. Ich bin jetzt ins nächstgelegene Ding gegangen. Und alles, was es hier noch gibt, ist Hundemon. Hundemon. Das einzige Pokémon, was wir noch nicht haben. Don't burn me. Yes. Omniboost zum ersten Mal. Nein? Okay, cool. Ja, wir haben halt wirklich alles, ne? Wir haben Ponita, wir haben Kleinstein Georok, wir haben Onyx, wir haben alles, was es hier gibt. Pionskora. Das war ein bisschen knapp. Mhm. Ich hau dir auf den Sack, du dreckiger Hund. Du wirst jetzt ins runde Bällchen gehen. Oder auch nicht. Or not. Or fucking not. Ich kann das halt nicht mehr paralysieren und nichts, ne? So. Warum frisst du eigentlich, Digga? Dauert ja eh ein Stück. Ja, du wolltest eine Folge aufnehmen. Ja. Ja, also dann kommentier jetzt auch. Okay. Und Gastrodon. Ach nee, du machst ja gar nichts. Und Seeferhäuten rein mit dem Pokéball. Und es bricht wieder aus. Oh no. Was wird er als nächstes tun? Oh mein Gott. Hundemon greift an. Ich habe die Attacke nicht lesen können. Scheißegal. Gastrodon denkt es. Kannst du aufhören zu cringen, please? Was? Ja, kommentier halt die Folge. Ja, ich kommentier doch. Ja, du musst nicht mein Gameplay kommentieren. Du musst einfach nicht hier sitzen und essen und mich alles machen. Okay? Gut, darf ich wenigstens was trinken? Ich hab Durst. So, ich weiß nicht, was ich dem Dude noch... Hab ich Finsterbälle? Nein, ich hab gar nichts. Du hast ja gar nichts mehr. Ich muss dringend Bälle holen. Kann Hundemon please einfach drin bleiben? Bitte? 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 Yes. Man muss nur bitte sagen. Bitte! Danke! Ja. Und das war gerade das letzte Pokémon, was wir überhaupt noch fangen können. In diesen Untergrundruinen so gefühlt, ne? Ich hätte ganz theoretisch in dieser Magma-Grotte noch Magby, aber das hat bestimmt eine Prozentwahrscheinlichkeit von 5 oder keine Ahnung. Ja. Weil in der Route 2014. Bruder, wir hätten einfach die Folge nicht anfangen sollen. Weißt du, so Fokus gleich null. Auf Route 214 gibt es auch nichts mehr zu encountern, by the way. By the way. So, weißt du was? Ich nenne das Ding jetzt einfach Tiziano. Es ist halt ein Name, der sich überhaupt nicht eignet. A, weil es ein weibliches Pokémon ist. B, weil Tiziano einfach ein Vorname ist und nicht irgendwie der Brecher der Seelen. Aber ist mir jetzt egal. Tiziano hat, so wie sein Badge aussieht, schon einige Jahre subscribed. Oder einige Monate zumindest. Dementsprechend wird er jetzt das Hundemon. Und was dieses Hundemon kann, sehen wir jetzt. Es ist... Okay. Schau dir mal den Def an, Alter. Oh. Wenn es eingeschlafen ist, kann es doppelt so schnell wieder aufwachen wie andere Pokémon. Wow. Okay. Also wir haben, hey, 2 KP überlebt. Eieieiei. Wir haben hier echt nur so ein bisschen Trashmons, ne? Mhm. Holy shit. Aber okay. Könnten uns noch von Vorteil sein, falls wir irgendwann mal noch gegen eine Psycho oder eine Pflanzenarena 2.0 kämpfen müssen? Wer weiß. So. Das war der Untergrund.
am Kühnheitsufer. Damit ihr Bescheid wisst, Girafarik und Hundemon sind jetzt gepaart. Auf Route 214 haben wir aber wieder zwei Encounter. Und hier sieht es, glaube ich, ähnlich aus, ne? Ja. Was habe ich vorhin vorgelesen? Ich glaube, ein Pokémon oder nur an den Bäumen oder so. Gulking beim Angeln mit der super Angel und in den Bäumen halt, wenn du Glück hast, Garabon, Griffel. Und wenn es ein super seltener Baum ist, dann halt Mamfaxur, das hat 1% Chance. Warte mal, Ambidiffel war auch ein 4-Gen-Mon, ne? Ambidiffel wäre tatsächlich ziemlich sick. Musst du halt aber den Baum einschmieren. Ich schmier den Baum. Ich könnte hier in den Untergrund, wenn die nächste Grotte eine Magma-Dings ist, dann könnte ich auf Magby hoffen. Das ist das einzige Pokémon, was wir in dieser Höhle noch nehmen können. Ja. Zumindest bei mir, weil nur ich hab das. Das hat mich ziemlich stark gemacht. Hey, Bro. Ruinenmaniac. Oh, der hat ein Schild, Russ. Tja. Mit was bist du vor? Oru. Mit Oru. Oh my wow, Oru. Ja, die Encounter sind echt so ein bisschen ein Problem in diesem Spiel. Eine Soul-Link zu machen hier ist wirklich nicht einfach. Man hat einfach zu wenig Auswahl. Weil hier sind halt die gleichen Mons wie auf der Wiese davor und vor 3 Wiesen gab es die gleichen ja. Pokémon schon. Also es ist halt, ja. Und die coolen ganzen Mons gibt es eben erst nach dem Nationaldex. Und du musst dir vorstellen, das ist das Team, womit wir gegen Cynthia und so antreten müssen. Ne? Das sind die Pokémon. Und Cynthia hat sowas wie Lucario, Knackrack, Togekiss, ne? Mit den Pokémon hier müssen wir gegen Cynthia antreten. Hat die einen Meter groß? Nee. Nee, gut. Ne, Krüppruck hat sie auch noch. Ach ja, Krüppruck, stimmt. Was crazy ist, weil das Teil keine Schwäche hat. Außer Fee. So viele Wiesen und so viele... Also... Keine Encounter halt, ne? Einfach. So wenig Encounter. Ja, wollte ich sagen. Wie war das noch mit, du bist topfit? In der Höhle, maybe, hätten wir einen Encounter. Maniac-Höhle. Die TM 28. Ab wann können wir uns eigentlich Dingens holen? Kaum mal laut. Das ist mit viel Glück in einer Höhle drin. Ja. In der wir, by the way, noch nicht waren. Wir brauchen dazu, glaube ich, Stärke, aber, ne? Haben die nicht irgendwas geschrieben? Stärke oder Zertrümmerer. Und ich glaube, und Surfer oder so. Zumindest kriegt man Drachenklaue in dieser Höhle, soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube, ich brauche mir auch. Jeder nennt mich nur den Ruinen-Maniac, aber mir ist es ganz egal, wie sie mich nennen. Ich werde diese Felswand Stückchen für Stückchen abtragen. Und weißt du auch warum? Ich bin ein Ruinenmaniac, der von Incognito fasziniert ist. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber wie wäre es, wenn wir uns einen Wettstreit liefern würden? Du gehst los, fängst so viele Incognito, während ich hier weitergrabe. Mal sehen, wer als erstes fertig ist. Das heißt ja schon mal was, ne? Mhm. Kriegen wir einen Arceus, wenn wir alle Incognitos haben und Maronbeeren. Sehr gut. Ja, also. Selbe fehlt's an guten Attacken, ne, gerade. Bis es halt 60er Stab. Nicht mal Stab. Ne? Und Aquaknarre ist halt eine fucking Aquaknarre. Mhm. Achtung, hinter dir! Wo? Seherin Ariana. Oh, cool mit dem Ball. Ein Nebulak. In dieser Gen kommen gar keine Encounter mehr aus der Trümmerer, ne? Ich habe bisher noch kein einziges gesehen, glaube ich. Schau.
glaube noch kein einziges gesehen, ja. So, erstmal den Nagel in den Kopf reinbohren. Oh, Kadabra, okay. Machen wir denn gegen Kadabra? Kadabra ist ein bisschen gefährlich für mein Team, um ehrlich zu sein. Ja, komm. Veggie! Also, wenn der den unterlevelten Löffelschwinger nicht killen kann, Alter. So, der ist sogar noch physisch. Der Lachsnacken. Oh, Crit. Süß. Oh, shit. Drop the Earthquake. Das war's mit Kadabra. Ja. So, und Veggie ist schon auf 35. Und Odo auf 36. Trauen fungieren. Okay. Na, das Ding hat Schwebe. Aber. Geht das trotzdem. Ist nochmal gegen Geist effektiv? Ich bin gerade verwirrt. Fee? Nee. Nein? Nee, ist mal umgekehrt. Geist? Unlicht? Ich wollte eigentlich mal Pachihiro leveln, aber. Redest du jetzt von Nebulak oder was? Nebulak ist auch Psycho zum Beispiel effektiv, wegen Gift. Ich frag, was ich anwenden kann. Ich weiß nicht mehr, was bei Geist effektiv war, Unlicht. Ja, eben. Du kannst auch Psycho anwenden gegen Nebulak. Achso. Weil Nebulak ist auch ein Giftmon. Ja, dann schauen wir mal in dieser Wies. Ich glaube halt nicht, dass wir noch was finden werden. Oh, jetzt geh weg mit deinem Connex-Club, du Sau. Nee. Stell dir mal vor, du hättest Knirscher. Bruder, dein Ernst? Du kriegst die auch kaum weg, ne? Ich hab sie wegbekommen, weil ich ihn schon mal gefüttert hatte. Aber jetzt hat er es halt wieder. Na, vielleicht müssen wir da mal ein paar mehr, ne? Vielleicht mal ein bisschen schwächen lassen und dann immer wieder geben. Mal gucken. Mal sehen, aber es ist schon sehr ätzend mit dieser Scheiße. Ich hatte ihn unten gehabt, aber ja, ich habe halt auch schon wieder die ganze Zeit gekämpft mit ihm, ne? Ja, also man kriegt hier nichts mehr. Frisst gleich mal wieder eine Kraftwurzel. Bitteschön. Und plipp, plupp. Muss das auch noch essen. Du könntest hier Angeln und Gulking dir holen. Golking? Ja. Mit der Superangel, Golking und Garados. Dann muss ich mir Magpi holen. Falls da die Magmahöhle in der Nähe ist. Ich bezweifle halt, dass wir mit diesem Team durch die Pokémon-Liga kommen, ne? Nicht nur du. Weil auch ein Golking wird in der Pokémon-Liga nicht krass sein. Goldini. Ich hab immer noch keine Bälle. Stimmt. Nein! Auf das Barren wollte ich nicht. Ich wollte wissen, was hier unten ist. Ja, also wir brauchen tatsächlich noch ein paar crazy, mazy MVPs, wenn wir wirklich die Liga schaffen wollen. Bei mir ist nicht mal die Magmahöhle in der Nähe, sondern die hier oben.
und ich habe keine Ahnung, was man da so bekommt. Ja, wenn du nichts kriegst, musst du halt zur nächsten Höhle. Da ist schon mal ein Ghoulbad. Knospi, Subat, Absol. Nee, Hundemon, scheiße. Ja, das haben wir jetzt alles schon. Das war es, glaube ich, auch schon von den Encountern her. Wingull habe ich jetzt auch schon. Bruder, okay. Falls Absol da drin ist, Absol. Maybe. Scheinux. So, wen nehme ich denn? Ein weibliches Goldini. Geh weg, du Sau. Hast du einen Namen für ein weibliches Goldini? Akira hatten wir noch nicht, aber klingt dafür ein Goldini. Inkosai. Inkosai? Warte mal. Sei mit I, ne? Ja. Inkosai. Hört sich doch ganz gut an. Für Golking. Ich hoffe, dass wir die Fähigkeit kriegen, wo wir eine Elektroimmunität kriegen. Zeig mir mal deinen Bericht. Wassertempo. Ich weiß nicht, ob das noch zu dem wird. Ich glaube nicht. Ich wusste nicht mal, dass Golking Wassertempo. Ich hätte ein Rihorn. Oh, nice. Gönn dir. Rihornio ist sick as fuck, ne? Mit wem gehe ich da jetzt am besten rein? Ich muss den ja auch schwächen. Aber ich darf auch nichts kassieren. Warum kriegst du immer diese Pokémon, auf die ich neidisch bin, Mann? Ich hätte so gerne ein Rihornio. Weißt du, wie krass ein Rihornio ist? Ich muss es erstmal fangen. Bist du irre? Mit wem gehe ich da jetzt rein? Ja, zum Beispiel mit, Weil Wasserkills einfach. Ja, vielleicht mit Atlas. Er hat zwar Dampfwalze oder so. Ah, du musst Atlas unbedingt entwickeln, ey. Atlas stirbt doch bei dem Ding. Die sind doch so krass da unten. Nicht? Ja, vielleicht solltest du mal die Nachtrose nehmen oder so. Mit der machst du mal so ein... Überlebt es da einen Zauberschein? Nee. Auch nicht mit Feentafel, die drauf ist. Die kann ich wegnehmen, aber auch dann nicht, glaube ich. Zeig mal. Ah. Doch, ich glaube schon. Je nachdem, was für ein Level. Das überlebt das nicht. Ich mache die Feentafel runter, aber ich glaube nicht, dass er das überlebt. Hast du irgendwie einen Gähner oder irgendwas, was dir hilft? Gähner hat Kalika. Hat noch jemand Gähner? Kalika? Kalika ist längst tot. Hypnose mit Dings. Ach stimmt, wir haben es ja umgebracht. Fuck. Hypnose hätte ich. Mit Gengar. Nee, das trifft zu 60%. Und du hast gar keinen Bock, gegen dein Boden-Pokémon mit einem Gengar drin zu bleiben. Und zu verfehlen. Konfustrahl? Nein. Maybe eine Metallklaue mit dem Ding, ja, weil es ist noch kein Stab. Und der hat ganz anständige Dev-Werte. Dann kannst du auch direkt mal für Charme gehen in der ersten Runde, damit es auf minus 2 ist. Okay. Ich habe mich von hinten angeschlichen. Ans Horn. Und es ist sogar ein männliches. So. 34, tankt das eine Metallklaue? Ja. Was war denn das? Achso. Ist nicht Stab und dein Angriff ist nicht so krass. Drachenstoß? Holy shit. Gib dem lieber nochmal einen Charme. Soll ich einfach gleich auf minus 6? Ja, das Problem ist, wenn er sich irgendwann crittet und du bist Half-Life, dann ist. Ciao, tschüss, grüß, mininüs, heute. Oh! Ja, solange er das hat, ja gut. Also wenigstens kann ich ihn dann die Kräuter. Soll ich gleich? Ich gehe gleich nochmal, oder? Ja, mach nochmal Charme.
Gib dir noch mal ein bisschen Charme. Du, du, du. Das ist der Typ jetzt. Minus da überlebt eine Metallblaue. Geht. Ja. Der hat Felswurf, das ist scheiße. Das trifft 5-mal, wenn es klappt. Ja. Und der trifft 5-mal, 4-mal. Ich überlebe noch eine Attacke, auf jeden Fall. Ja, Metallklaue. Ich habe einen Flottball. Warum verwende ich keinen Flottball? Weil du nicht plus 90 Attacken tanken willst. Metallklaue. Bitte kein Crit. Das wird nicht mal mit einem Crit reichen. Ah, okay, gut. Ich dachte, Mann, ich habe einfach so Angst. Ja. Ich will doch nichts weghauen hier. Wenn der Felswurf crittet, dann crittet er so oft, wie er trifft, ne? Soll ich mal heilen? Soll es vielleicht mal... heilen? Ich weiß nicht, ob du heilen sollst. Oder vielleicht ganz wechseln, ja. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ja, guck jetzt mal ins Team rein. Warte, was haben wir von ihm alles gesehen? Felswurf und Nice, Digga. Also, hat sich richtig gelohnt, um 0 Uhr noch aufzunehmen, hä? Wir haben beide keine Ahnung mehr. Wir können auch in die Liga gehen, so, wenn's, ne? Wir können auch direkt einfach zum Boss. Warte kurz. Drachenpuls. Nee, Drachen... das Drachending. Ja. Du weißt, okay, was ich meine. Irgendeine Drachenattacke. Dann geh vielleicht mal zu... Was hat Pipo für Attacken? Knuddler. Knuddler wird nicht killen, oh nein. Nicht? Hau dem Ding einen Knuddler rein. Schau mal, Säger. Yikes, bruh. Yikes. Grimasse, okay. Du bist sowieso langsam. Weißt du, wie gerne ich ein Rehaudio hätte? Knuddler killt nicht? Nein. Wenn Metall... Dingens sehr effektiv ist und nichts macht, dann... So. Jetzt kannst du für Bälle gehen. Der ist halt noch nicht rot, ne? Und wir sind hier im Untergrund. Ist egal. Kannst für Hyperbälle gehen. Ich habe wenigstens welche gekauft. Die mache ich jetzt bestimmt leer. Ich drehe meinen rechten Stick. Scheiße. Wie es mich zuzwinkert. Mir zuzwinkert. Ich dreh auch am Dick-Stick. Wir drehen beide an dem Teil, was wir in der Hand haben. Stampfer hat's noch. So, wir haben jetzt alle 4 Attacken gesehen. Alle 4 Attacken gesehen. Also Leute, je später es wird, ey. Das ist gemein. Ich zieh mich heute Nacht auch noch um. Ja. Also ich meine im Spiel, ich werde dann... Sei einfach, lass es einfach. Wir beenden nachher die Session und sind froh, dass wir durch sind. So, die Latzhosen. Hey, das sieht aber cool aus. Oh ja, nein, scheiße. Ich muss ihn, glaube ich, nochmal... Bitte. Du hast auch keine Wirkung auf Pipo? Ah, der Drachen-Move, ja. Du bist eine Fee. Ich hab Rihorn! Wupp, wupp, wupp! Ab in den Pokéball mit dir, du Sau! Also eigentlich ist es ja ein Rhinoceros, ne? Nicht eine Sau. Aber okay. Welche Dings wäre für ihn gut? Was? Welche Fähigkeit wollte ich von dir wissen? Scheißegal. Alles gut? Ich glaube, ja. Ich gehe jetzt shoppen. Ich habe nämlich viel Geld. Ob das gefällt, das werden wir sehen. Mir ja. Er wird ja stehen. Ich sollte wirklich so spät nicht mehr mit dir aufnehmen. Ich hab den perfekten Namen. Ja. Schlitzerino. Schlitzerino. Er schlitzt halt mit seinem Horn. Mhm.
Wort so. Schlitzerin. Klickwunsch. Klickwunsch. Klick die Klatt. Klack. Klopp. Rion. Locker. Plus Verteidigung, minus Initiative, Blitzfänger. Blitzfänger. Angriff 65. Erhöht jetzt den Spezialangriff. Bro, das ist das krasseste fucking Wesen ever, ne? Ist das ein Zuchtmove? Das ist der krasseste Wesen ever. Ha? Ist das ein Zuchtmove? Was ist ein Zuchtmove? Also ist das eine versteckte Fähigkeit oder was ist das? Ist das normal? Ich weiß nicht. Warum habe ich Zuchtmove gesagt? Weiß nicht, ob das ein versteckter Move ist. Kannst du mal Michael Jackson fragen? Der hat vor allen Dingen jeden Drachenstoß getroffen, ne? Drachenstoß. Obwohl es 75 Genauigkeit hat. Ja. Also hier gibt's ein paar ziemlich sicke TMs, ne? Gibt's hier auch Spukball? Spukball. Spucken. Unten gibt's die ganz krassen. Warst du da schon? Lichtschildreflektor. Oh no, mein Nocturne ist tot. Bodyguard Schutzschild. Oh, jetzt kann ich Dingens zum Kräuterteil geben. Sehr gut. Das ist gleich wieder. Ja. Sehr fein. Ich hab mal zu Meryl einfach abgehackt. So. Also ich meine, wenn du einen Rihornior kriegst, ne? Wie entwickelt sich das? Mit Schützer. Schützer. Und dann tauschen? Ja, ne? Mit Schutz. Oh, warte mal, wenn du es tauschen musst, kriegst ja ich. Dann krieg ich das Rihorn. Ja. Oder ja, nicht? Theoretisch müsstest du es schon kriegen. Dein Team sieht nicht so geil aus. Sollen wir eine Zusatzregel einführen, Freunde? Man darf sich hier nach Soulink unterstützen, indem man Pokémon switcht. Ich meine, haben wir ja schon gemacht. Aber was krieg ich dann dafür? Mein Goldini, enormes, ne? Wissen. Ich krieg Goldini. Ich habe einfach so viele Wassermon. Ich meine, ich habe ich nicht am Anfang gesagt, Alter, ich bin so eine Misty, die so Wassermon, ne? Sieht man, guck dir's an. Wenn ich jetzt noch ein Gull. Du kriegst meine Unterstützung, mein enormes Wissen. Was macht ihr hier? Ihr seid doch Trottel. Die stehen da so rum. Ein Klettdorn. Geil. Ist das der Grund, warum der an dir dranhängt? Ja. Zwei starke Jungs stehen hier rum, das ist alles. Okay. Du kleine Klette. Ich bin mir nicht mal sicher. Ich glaube, Rihornium müsste ein Viertchenmon sein, ja. Da hätte ich schon Bock drauf. Warte mal, vorher wird es ja erstmal zu Rizoros, ne? Ja. Und dann gibst du ihm den Schützer. Oder die Schützer. Und dann wird es zu Rihornium. Das sieht ja auch richtig cool aus. Mit den Hosen. Nee. Das sieht cool aus. Was? Da finde ich das cooler. Nee. Doch. Nee, die Latzhosen sind cooler. Nee, mit den Latzhosen muss ich an die Landwirtschaft denken. Ja. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das tun wir doch jetzt auch. Du, es ist fucking 24 Uhr. Oh, edel. Damn, oh damn. Ja, das ist nice. Also die Kostüme sind gut hier, ne? Ja. Die sehen vor allem nicht so übel doof aus, weil sie random sind, sondern... sie ist halt zu arm, Freunde. Ja, dann renne ich halt noch weiter. Sie hat kein Geld. Sie muss Videos schneiden. Dann kann sie es vielleicht leisten. Du kriegst gleich wieder eine Backpfeife. Dann wird's aber länger dauern. Mit diesem Kleid wirst du nicht rausgehen. Das muss ich leider bedauern. War's das mit der Folge? Das war's mit der Folge. Ich form jetzt. In der nächsten Folge habe ich dieses geile Outfit an. Mashallah, dann stelle ich dich in den Schatten. Wie Baumkronen.
Ja. Ich habe jetzt noch einen Encounter, da wo ich Honig an den Baum geschmiert habe. Dann habe ich noch einen Encounter bei unten, wo sie Wingull bekommen hat. Genau. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwann mal ein Team. Ich finde aber trotzdem, dass unser Team nicht so krass... In die andere Richtung gucken. Ja. Wir fangen ein Pokémon nach dem anderen gefühlt, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir mit diesem Team gegen Cynthia eine Chance auch nur haben. Annähernd in der Pokémon-Liga irgendwas reißen können. Also auch nur annähernd. Weil, wie gesagt, Knackrack, Togekiss, Lucario, Krüppuk, Milotic. Ach, stimmt. Bruder. Oh, scheiße. Also, die hat... Also, ne, wir haben bisher gegen die Asse gestruggelt von den Arena-Leitern. Ja. Die hat nur Asse im Team. Die hat nur Asse im Team. Also, legit. Keine Ahnung. Allein ein Knackrack. Wie killst du einen Knackrack in deinem Team? Eis. Ach, was hast denn du für ein Eis-Pokémon, ein schnelles? Was Knackrack outspeedet? Das, Eiszahn aus ich mein, Bojelin. Okay. Ja, Bojelin wird sterben. Das, was du hast, ist zum Beispiel ein Azumarill. Ja. Azumarill könnte mit einem Knuddler kann das Teil raus. Kann das nicht Aurora-Strahl? Nein. Aurora-Strahl, nein. Ich dachte schon. Ich sag einfach so viel, Freunde. Wir haben sowas wie Simsala weggehauen. Ne, wir haben echt ein paar... Ich hätte noch einen Simsala. ...nice Pokémon gehabt. Ich hätte noch einen Simsala. Ich bezweifle wirklich, dass wir mit diesen Pokémon, die uns Sinnoh hier gibt, durch die Liga kommen. Aber vielleicht schaffen wir es ja doch. Als Pokémon-Experten-Team. Aber das werden wir dann sehen. Die Profis, Leute. Freunde, wir gehen jetzt schlafen. Yes. Und betet für uns. Und für unsere Pokémon. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein. Und lasst einen Daumen da, ihr Ficker.